Augenoptik im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen. Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Augenoptik-Optometrie. Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier und Jürgen Nolting. Ihr habt sicher schon gehört, dass unser Bachelorstudiengang Augenoptik-Optometrie und der Masterstudiengang Vision Science and Business Optometry Jubiläum feiern durften. Der Bachelorstudiengang ist in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden, wenn man den Vorgängerstudiengang, also den Diplomstudiengang, mit dazu zählt. Der Master ist 20 geworden. Deshalb hatten wir die Idee, gemeinsam unser 40 plus 20-jähriges, also 60-jähriges Jubiläum zu feiern. Unter dem Motto 60 Years of Experience gab es am 11.11. eine Riesenfeier. Am Nachmittag gab es ein großes Symposium über die Zukunft der Augenoptik und Optometrie. Viele Gäste aus den Berufsverbänden und der Forschung waren gekommen. Und, das hat uns besonders gefreut, es waren auch über 300 Ehemalige dabei. Um euch einen ersten Eindruck von der Feier zu geben, haben wir für heute Ausschnitte aus den Grußworten vorbereitet. Umrahmt wurde die Feier mit Musik eines Blechbläserensembles, die ihr schon im Hintergrund hört. Und den Anfang hat danach Heinrich Rath gemacht, der seinen Gruß in Gedichtform verpackt hat. Da hören wir doch gleich mal rein. Das Rektorat war auf Professor Schneider zugeschnitten, voll Engagement. Man brauchte ihn nie lang zu bitten, er erweiterte den Campus ohne Murren. Die Augenoptik zog es an den Burren. Die Prinzengarde führt jetzt dort an Professor Nolting. Als Studiendekan, alle Optotypen sind voll gestimmt, was für Professoren und Assistenten stimmt. Auf drei Etagen übt man nun gutes Sehen, kann mit Ralf Michels Kreuzzylinder drehen und misst bei Karnevalstollitäten Hornhautradien und Exzentrizitäten. Die Ausstattung ist der Clou, das Treppenhaus in Nagelflur, wo man freudig auf Frau Nagel trifft, stets unter Strom, das schon den Lift. Selbst Dekan Dörret ist manchmal baff, Mensch ist die Frau Nagel taff. 4 Jahrzehnte sind nun rum, heute trifft man sich zum Symposium. Ein Erfolgsgarant, darauf gebe ich Brief und Siegel unter der Obhut von Professor Riegel. 11.11., es beginnt der Karneval. Ich danke allen hier im Saal. Dank, dass Sie sich hier Zeit genommen und sind nach Aalen heute gekommen. Ein frohes Jubiläum zum 11.11. punktgenau wünsche ich Ihnen mit Alaaf und mit Hilau. In diesem Sinne alles Gute. Danke. Heinrich Rath ist seit vielen Jahren bei uns Lehrbeauftragter und war langjähriges ZVA und Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Augenoptikerhandwerks. Danach war dann unser Rektor, Professor Dr. Harald Riegel, an der Reihe. Ja, mit Brief und Siegel, hier kommt der Riegel, so ging die Einleitung los. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein und ich freue mich vor allem, dass Sie hier sind in diesem visionären Bereich. Vision steckt ja bei Ihnen wirklich im Namen mit drin. Sie feiern schon 60 Jahre Exzellenz, bevor die Hochschule gegründet wurde vor 60 Jahren. Das finde ich absolut faszinierend. 40 Jahre Vision plus nochmal 20 Jahre Vision haben Sie also 60 Jahre zusammengebracht. Das ist faszinierend, dass Sie da sind. Sie haben aber noch viel mehr Vision in die Hochschule gebracht. Und zwar ist die Augenoptik letztendlich der erste Studiengang bei uns, der den Bereich Gesundheit erfasst. Und die Zahl 40 ist jetzt hier wirklich Programm. Wir haben jetzt im Wintersemester zum ersten Mal 40% aller unserer Bewerber aus dem Bereich Gesundheit hier an der Hochschule gehabt. Das ist eine ganz mächtige Zahl. Und das hätte nicht funktioniert, wenn nicht all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Professorinnen und Professoren, aber Sie eben als Alumni das Ganze nicht eben so erfolgreich mitgetragen hätten. Und dafür mal ganz herzlichen Dank und es freut mich wirklich unwahrscheinlich, dass so viele da sind. Ich wünsche Ihnen heute ein schönes Fest, viel Erfolg, viel Spaß.
Nach dem Rektor begrüßte dann Frau Professor Dr. Anna Nagel, die Leiterin des Masterstudiengangs, die Gäste. 60 Jahre, 40 Jahre Diplom, Bachelorstudiengang und 20 Jahre Masterstudiengang. Gibt auch wunderbare 60 Jahre. Sie haben es auf dem Poloshirt zum Beispiel gesehen. Nächstes Jahr wird die Hochschule 60 Jahre. Wir sind vor der Hochschule, wir sind dieses Jahr dran. Also in diesem Sinne ist uns alles gelungen, was man dazu sagen kann. Ganz wichtig ist mir, liebe Vertreter der Verbände, liebe Lehrer der Berufsschulen, also ganz toll, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Lieber Alumni-Verein, allen Friends of Optometry, Mitglieder, Vorstand, lieber Vertreter der Industrie, liebe Vertreterinnen der Augenoptikwelt, liebe Referentinnen, ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich, aber nicht namentlich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, bei über 300 Gästen. Ich kann Sie nicht namentlich begrüßen, aber ich bin total froh, dass Sie heute hier sind. Ganz herzlichen Applaus an Sie. Sie sind die Besten. Dann komme ich mit ein paar Folien zu dem von mir geleiteten Masterprogramm. Wir feiern 20 Jahre. Herr Kümmel, wir haben es damals in die Wege geleitet. Die Hochschule Aalen als Zentrum zwischen dem New England College of Optometry in Boston und der Pacific University in Forest Grove, Oregon. Wir sind einfach mit der Idee nach Amerika geflogen, dass wir gesagt haben, wir wollen den weltbesten Masterstudiengang. Ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, deutschlandweit ist er sicherlich und im deutschsprachigen Raum der führende Masterstudiengang. Was sind unsere Vorteile? Wir haben die besten Professorinnen, Professoren weltweit. Wir fliegen nur die ein, wir kämpfen für die, die auf ihrem Fachgebiet sowohl auf der Professorenseite als auch auf der Berufspraxis, das ist in Amerika eben unterschiedlich, die haben dort auch Berufspraxis, die dort die besten sind. Wir haben ein wahnsinnig geniales Lab-Team. Dieses Lab-Team macht eben den ganzen Ablauf, sorgt für den Ablauf hier, und hat Optometrie, Augenoptikerfahrung im deutschsprachigen Raum. Und wir haben eben ein wahnsinnig großes Alumni-Netzwerk. Der Alumni-Verein ermöglicht uns, dass wir heute hier so feiern können. Und dafür sagen wir auf alle Fälle Danke. Danke, Georg Schorder, danke, Alumni-Verein-Vorstand, danke. Und dann habe ich Ihnen ein paar Impressionen vom heutigen Tag. Ich war total geflasht, dass es schon um 11.11 Uhr wirklich so super losging. Die Studenten sind wahnsinnig engagiert, die sind total cool drauf. Sie wollen einfach die Hochschule Aalen, sie wollen wieder feiern, sie haben mit Corona so viel gelitten. Und von dem her ein ganz herzliches Dankeschön an alle Studierenden und alle, die uns hier bei dieser Veranstaltung von der Informatik, vom Fotografen, alle, die uns unterstützen. Und der große Dank geht natürlich jetzt an das leitende Organisationsteam unter der Leitung von Ralf Michels, Beate Schön, Leonie Schretzenmeier, Maximilian Heindl, die Sie alle schon gesehen haben. Also Sie sind einfach großartig und Sie werden Sie heute durch den Tag begleiten und werden dafür sorgen, dass wir eine wunderbare Veranstaltung haben mit unserer professionellen Moderatorin Britta Wiegert. Dann danke ich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine wunderbare Feier, ein wunderbares Symposium. Für den Bachelorstudiengang sprach danach Jürgen als Studiengangsleiter und Prodekan. Ja, auch ich kann nicht alle erwähnen und deswegen erlauben Sie mir, dass ich es einfach ganz kurz mache. Sehr verehrte Gäste, ich bin völlig begeistert, hier heute so ein volles Haus zu sehen. Wir haben Stand gestern Abend 350 angemeldete Gäste, eine Riesenzahl, mit der ich nie gerechnet hätte. Ich glaube, keiner von uns. Ganz, ganz viele Ehemalige sind dabei, auf die ich mich schon richtig freue. Ja, 40 Jahre Bachelor- und Diplomstudiengang, 20 Jahre Master, da hat sich richtig was Dauerhaftes, etwas mit Bestand in unserer schnelllebigen Zeit herausgebildet. Am 15. März 1982 begannen die ersten Vorlesungen im neu gegründeten Studiengang Augenoptik. Nach 5 Jahren der Planung und Konzeptfindung, Jahren der Verhandlungen und des Ausräumens aller möglichen Hindernisse und Hemmschuhe, und mit einer richtig kräftigen Starthilfe vom ZVA
für die Laborausstattung. So startete der erste und damit auch einzige Augenoptik-Studiengang in Deutschland und wir sollten auch noch fast 15 Jahre dann die einzigen bleiben. Zunächst in angemieteten Räumen im Industriegebiet, dann ab 1986 an der Gartenstraße und die kennen die meisten von Ihnen sicherlich noch aus der eigenen Studienzeit. Viel hat sich in der Zeit getan, viel hat sich auch verändert. 1999 wurde das einsemestrige Auslandspraktikum Internationale Optometrie in das Curriculum integriert. 2002 kam dann das andere Geburtstagskind des heutigen Tages, unser erfolgreicher Masterstudiengang, auf die Welt. Dann wurde aus der Augenoptik heraus die Hörakustik gegründet. Aus dem Diplomstudiengang wurde ein Bachelor, die erste Akkreditierung 2007 und Ende 2011 dann der Umzug in unser schönes neues Laborgebäude auf dem neuen Bohren-Campus. Und dabei konnten wir unsere Laborausstattung dann mit den Erstausstattungsmitteln so richtig toll modernisieren. Und über die ganze Zeit haben sich auch die Studieninhalte weiterentwickelt, angepasst an die geänderten Herausforderungen der Gesellschaft. Das Studium wurde breitbandiger. Zu den Ingenieursthemen kamen immer mehr biomedizinische Anteile hinzu. Unsere Absolventinnen und Absolventen sollten auch am Markt erfolgreich sein. Der Bereich der Betriebswirtschaft, der Unternehmensführung wurde immer wichtiger. Und neue Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung, sowohl in der Messtechnik als auch im Bereich der Beratung, wurden gemeistert. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir anschaue, in wie vielen verschiedenen Bereichen unsere Absolventinnen und Absolventen arbeiten. Viele gehen ins Fachgeschäft oder in Kontaktlinseninstitute und etwa ein Viertel geht in die Industrie, ins Projekt- und Produktmanagement oder in den QM-Bereich, nicht nur in der naheliegenden optischen Industrie, nein, auch in die Softwarebranche oder als Entwicklerin von Scheinwerferoptiken in der Automobilindustrie, da finden sich Augenoptikerinnen aus Aalen. Aber auch im medizinischen Bereich, in Rehabilitationseinrichtungen, in Arztpraxen, in Kliniken, in Augenlaserzentren haben viele ihren Beruf fürs Leben gefunden. Und gerade dieser medizinische Bereich spielt im Bereich der Augenoptik eine immer größere Rolle. In der Optometrie kommt die Welt der Medizin und der Augenoptik zusammen. Dorthin entwickelt sich die Branche. Dafür müssen wir unsere Studierenden ausbilden. Eine fundierte optometrische Versorgung, optometrische Therapieverfahren, das ist es, was das Berufsbild der Zukunft ausmachen wird. In Kooperation und auf Augenhöhe mit der Fachärzteschaft. Dafür braucht es viel medizinisches und optometrisches Know-how. Und dieser Herausforderung wollen wir uns stellen. Ich darf Ihnen heute schon verraten, dass wir im kommenden Jahr eine neue Professur für Optometrie besetzen werden, die im Bachelor- und im Masterstudiengang eingesetzt werden soll. Und ganz neu ist, dass wir ab dem kommenden Wintersemester zusätzlich zur bewährten Augenoptik-Optometrie ein weiteres Studienangebot beginnen werden, die klinische Optometrie, mit etwa doppelt so vielen biomedizinischen und optometrischen Modulen wie im bisherigen Studiengang. Als solide Basis für eine erfolgreiche Karriere im medizinischen und im klinischen Bereich im Inland und im Ausland. Ja, Sie merken es schon, den beiden Geburtstagsstudiengängen geht es also richtig prima. Und wir sind auch an der richtigen Hochschule. Ich habe neulich in einem anderen Grußwort unseren Rektor den Begriff prägen hören von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit. Noch heißt es nicht offiziell so, aber daran arbeiten wir. Da ist viel Bewegung und neue und spannende Dinge kommen in den nächsten Jahren auf uns zu. Motiviert und mit viel Power wollen wir zusammen in die Zukunft gehen. Eine Zukunft, auf die wir uns alle jetzt schon freuen. Vielen Dank. Unser Dekan, Professor Dr. Rainer Börret, rundete danach die Grüße aus der Hochschule ab. Ja, liebe Gäste, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, herzlich willkommen, liebe Referentin. Ich möchte Sie auch hier ganz herzlich begrüßen. Ja, 40 Jahre Augenoptik, 20 Jahre Vision Science and Business, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und wo macht man das fest? Man macht das fest an den Absolventinnen, Absolventen, die da sind. Und ich habe beispielhaft, das ist nur beispielhaft, ohne andere auszuschließen, zwei genannt, hier auf der Folie, mit denen ich persönlich zusammenarbeite und die für mich auch sozusagen diese Entwicklung zeigen.
Das eine ist Markus Giesel, Optical Engineer bei Automotive Lighting. Dieses ist sozusagen die Technik, der handwerkliche Schwerpunkt, diese Themen, mit denen auch, sage ich mal, die Augenoptik hier begonnen hat und auch groß wurde. Und mittlerweile hat sich's gewandelt. Die wurde ja schon öfters jetzt genannt, Katja Schibor. Mit ihr arbeite ich im Masterischen Science and Business zusammen. Es geht weiter, diese Entwicklung zum Dienstleister im Gesundheitswesen. Das Wort Screening kam hier jetzt schon mehrmals da. Das ist ein Thema. Und das wollen wir, Herr Nolting hat es vorher schon gesagt, wir wollen diese bewährten Erfolgsmodelle mit der Weiterentwicklung verbinden. Wir wollen uns hier, weil wir an der Hochschule das Thema Gesundheit jetzt auch mit anderen Angeboten mehr anbieten, wollen wir uns weiterentwickeln. Ziel ist auch, dass wir bei der nächsten Feier, also 120 Jahre, mindestens doppelt so viele Absolventen und Absolventinnen haben wie jetzt und nicht vielleicht halb so viele. Wir wollen für die Zukunft interessant sein für Bewerberinnen und Bewerber und natürlich für den Arbeitsmarkt. Ich wünsche Ihnen jetzt allen ein schönes, interessantes Symposium. Wir haben hochkarätige Referentinnen und Referenten. Denen danke ich. Ich danke natürlich auch dem Organisationsteam und der Kollegin Nagel natürlich für die super Organisation, die das initiiert hat, hier alles schon lange geplant, und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag, und den einen oder die eine oder andere werde ich bei diesem Get-Together dann in Born hoffentlich sehen. Bis dann, alles Gute und viel Spaß. Für die Forschung und Industrie sprach danach der Direktor des Zeiss Vision Science Lab, Professor Dr. Siegfried Bahl aus Tübingen. Herzlich willkommen an alle. Herzlichen Dank auch, dass ich hier sein darf, insbesondere an Frau Nagel, die mich eingeladen hat. Und um das herzlich noch einmal zu sagen, ein drittes Mal, alle guten Dinge sind drei. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Doppeljubiläum, zum 40. und zum 20. Und die besten Wünsche nicht nur von mir, sondern vom ganzen Hause Zeiss. Wir wünschen uns natürlich, dass das nochmal 60 Jahre so weitergeht, mindestens. Und wie Sie vielleicht wissen, oder wie die meisten wissen, Zeiss ist ein klein bisschen älter, 176 Jahre alt, um präzise zu sein an der Stelle. Aber schon der Beginn von Zeiss war immer dieser enge Austausch mit der Wissenschaft. Und es hat schon angefangen von Carl Zeiss, dass er Ernst Abbe an Bord geholt hat. Ernst Abbe hat ja sowieso, steht ja für die Wissenschaft. Und es zieht sich bis heute durch, dieser enge Austausch, dieser intensive tägliche Austausch mit Hochschulen. Und das ist ein großer Baustein des Erfolgs auch von Zeiss. Weil wir sind ja nicht nur Pioniere der Optik. In unserem Motto steht Pioneers of Scientific Optics. Also deswegen ist dieser Austausch mit der Wissenschaft für uns essentiell wichtig. Und für den Austausch stehen natürlich jetzt nicht nur diese Kooperation, sondern gerade auch die Menschen. Und ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, wie viele in den 4 Jahrzehnten, wie viele Studierende bei uns Abschlussarbeiten gemacht haben oder Praktikas gemacht haben, was auch immer, und wie viele in Festanstellungen letztendlich dann auch gelandet sind. Es war nicht herauszufinden. Die einzige Antwort, die ich aus dem Personalmanagement bekommen habe, war viele, sehr viele. Und das ist ja super, also das ist ja absolut super, das ist wunderbar, weil wir als Arbeitgeber, wir wollen ja gerade auch diese Entwicklungsperspektiven bieten und das ist ja gerade auch diese Stärke in der Zusammenarbeit. Aber diese Stärke, was ist die Stärke vom Studiengang hier Augenoptik und Optometrie, habe ich mich natürlich auch gefragt, jetzt habe ich nicht hier studiert. Deswegen habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe einfach ein paar Alumnis gefragt, was sie denn mitgenommen haben aus ihrem Studium. Und da zitiere ich jetzt einfach ein paar. Christoph Winter beispielsweise, ein Alumni hier aus dem Studiengang. Für ihn war so die Essenz oder ein ganz wichtiger Baustein, dieses breit gefächerte Angebot in Theorie und Praxis. Und dieses breit gefächerte Angebot, dass man beide Welten verbindet, war für ihn auch eigentlich Grundstein
dass er problemlos eigentlich dann später im Augenoptiker-Fachgeschäft oder dann auch in der Industrie Fuß fassen konnte. Das war ein essentieller Baustein. Dann habe ich, also Christoph Leitebönz hat jetzt die Brillenprojekte, dann habe ich eine vom Gerätebusiness von uns gefragt, die Desiree Niendorf, auch Alumni von hier, die bei uns die Produktroadmaps für die Geräte verantwortet. Und für sie war so ein Schlüsselwort Internationalität. Und ihr Beruf bringt es auch mit, dass sie sehr viel unterwegs sein muss, international unterwegs sein muss. Sie muss Augenoptik, Optometrie, die Märkte sind da durchaus verschieden, das muss verstanden werden, wir müssen uns darauf einstellen. Und das war für sie beispielsweise ganz wichtig. Dann habe ich noch zwei weitere Kolleginnen gefragt, die sich eher so ein bisschen in die akademische Richtung entwickelt haben. Das ist zum einen die Judith Ungewiss, die hier ja wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl ist und auch das Ampel-Labor mit Professor Schiefer aufgebaut hat und bei uns auch in einer speziellen Kooperation das Produktmanagement unterstützt. Und auch sie hat ähnlich wie Christoph Winter gesagt, gerade diese Dualität, Theorie und Praxis, Anwenderorientierung und wirklich grundlagenwissenschaftliches Wissen vermittelt zu bekommen, das ist für sie absolut entscheidend gewesen, um dann auch gerade in der Akademie Fuß zu fassen. Und die vierte, die ich dann zitieren möchte, ist die Sandra Wagner, die bei uns im Labor Masterarbeit gemacht hat, auch den Rupp- und Hubbach-Preis gekriegt hat für ihre Arbeit, dann am Forschungsinstitut für Augenheilkunde in Tübingen ihre Doktorarbeit gemacht hat, jetzt Postdoktorandin am FIA, also Forschungsinstitut für Augenheilkunde ist. Und sie hat wiederum das Wort Internationalität erbracht, neben dem fachlichen Wissen. Und das ist für mich schon interessant. Und wenn man das so zusammenfasst, so summa summarum, sind für mich die Essenz dann dieser zwei Studiengänge, sind tatsächlich dieses wirklich praktische, anwenderorientierte Wissen vermittelt zu bekommen, aber gleichzeitig auch diesen grundlagenwissenschaftliche, tiefgreifende Wissen parallel zu vermittelt bekommen und diese Internationalität. Und das sind ja genau die Dinge, die wir als Firma auch wieder benötigen und die für uns so wichtig sind. Und deswegen ist es natürlich fast schon gegeben, dass diese Studiengänge und wir als Firma so gut zusammenpassen, um gerade diese Schnittstelle Akademie und Industrie gemeinsam dann zu bearbeiten. Und das freut mich wirklich sehr. Und jetzt freuen wir uns auf ein fröhliches Jubiläum heute, haben alle Spaß noch miteinander. Und in diesem Sinne wünsche ich tatsächlich nochmal weitere erfolgreiche 60 Jahre mit Ihnen zusammen. Vielen Dank. Danach war die Reihe an den Vertretern der Berufsverbände. Für den Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen, ZVA, sprach der Vizepräsident des Verbandes, Christian Müller. Erstmal herzlichen Glückwunsch an die Hochschule. Das ist wirklich eine hervorragende Leistung. Ich selbst bin kein Abgänger dieser Schule, muss ich sagen. Ich habe Herrn Professor Diebes noch in Köln kennengelernt und habe dann irgendwann neidisch verfolgt, dass es hier einen Hochschulstudiengang gibt. Das hatte gerade schon Frau Nagel gesagt, dass der Studiengang von uns, vom ZVA, gefördert wurde. Wir haben ihn nie kritisch beäugt, wie gerade gesagt wurde, auch schon einmal. Im Gegenteil, wir sind eigentlich stolz. Wir haben ihn ganz bewusst gegründet, weil wir gesagt haben, der Beruf Augenoptik entwickelt sich weg vom Handwerk im klassischen Sinne. Wir werden immer digitaler. In der Zwischenzeit kommt die Digitalisierung noch näher an uns, was die gesamte Gesundheitsvorsorge betrifft. Wer hätte denn schon vor 40 Jahren an ein OCT gedacht? Oder ich kann mich noch daran erinnern, als Heidelberger die erste Retina-Kamera gebaut hat. Es war wirklich faszinierend. Die Dinger waren unendlich teuer und wurden in Kliniken und nur in großen Unikliniken eingesetzt. In der Zwischenzeit haben wir solche Geräte bei uns in den Betrieben stehen und unterstützen damit unsere Kunden und natürlich am Ende auch die gesamte Bevölkerung. Das wollen wir auch weiter. Und dazu gratuliere ich zuerst einmal hier der gesamten Dozentenschaft, die es wirklich geschafft hat, die Abgänger so auszubilden, dass sie mit diesen Geräten gut umgehen können und, was sehr viel wichtiger ist, auch den Rest der Branche mitzuziehen, damit am Ende die Bevölkerung eine vernünftige Gesundheitsvorsorge überhaupt haben kann. Ja, für mich selbst ist hier Aalen eigentlich fast wie eine Heimat in der Zwischenzeit geworden. Ich bin im Beirat. Ich freue mich auch auf den neuen Studiengang. Ich werde mich mit Herrn Neuting noch darüber austauschen dürfen. Es wird sicherlich ganz interessant. Es geht weiter.
wir werden sicher auch im Beruf Augenoptik, das auch im Blick auf die Industrie zu sagen, im Beruf Augenoptik immer mehr zu einem Dienstleister im Gesundheitsbereich. Viele wissen, dass wir als Berufsverband dem Handwerk zugehörig sind und damit immer noch ein Beruf sind, der am Ende unter der Wirtschaft steht, unter dem Wirtschaftsministerium. Viele sagen, es sollte ein Gesundheitsberuf werden, wie es in anderen europäischen Ländern üblich ist. Aber ich denke, wir fühlen uns da wohl als Augenoptiker im Handwerk. Aber im Handwerk gibt es eben viele Gesundheitsberufe. Und ich denke, das ist auch eine Anregung an die Schule hier in Aalen. Es gibt nicht nur die Hörakustik, es gibt ja zusätzlich auch noch Orthopädietechnik. Und da ist sicherlich eine ganze Menge noch zu entwickeln, auch an Studiengängen. Und ich wünsche Ihnen allen miteinander mindestens noch 40 Jahre Bachelorstudiengang und auch noch mal 40 Jahre Masterstudiengang. Wir freuen uns auf alle Abgänger und wir freuen uns auch, dass diejenigen, die zu uns gefunden haben, uns so gut zu unterstützen können. Und andersrum freuen wir uns natürlich auch über all diejenigen, die in der Industrie sind und uns damit Produkte entwickeln, die wir gebrauchen können. Danke. Die Grüße der Vereinigung Deutscher Kontaktlinsenspezialisten und Optometristen, VDCO, überbrachte ihr Schatzmeister Florian Ambros, der selber im Aalener Masterstudiengang seinen Abschluss gemacht hat. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einleitung und natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch im Namen der VDCO, der Vereinigung Deutscher Kontaktlinsenspezialisten und Optometristen, an die Hochschule Aalen. Ja, wir freuen uns, dass solche Studiengänge so lange sich etablieren und bestehen konnten. Denn es liegt zum einen an den Hochschulen, aber auch an uns Verbänden, letztendlich die Optometrie auch in Deutschland weiterhin erfolgreich zu machen. Und es geht ein Stück weit um Leidenschaft. Und die Leidenschaft kann ich tatsächlich als Absolvent nur bekunden. Also wenn ich mich an die eine oder andere Nacht hier mit Bina in der Hochschule zurückerinnere, also da kann man wirklich von Leidenschaft sprechen. Und die zweite Leidenschaft, die mir heute eben aufgefallen ist, die sitzt hier zu meiner Linken. Also da wird dann auch gleich die nächste Generation herangeführt. Also das ist ein Stück weit der Spirit, von dem die Hochschule Aalen lebt. Und damit möchte ich mich nochmal ganz herzlich im Namen der VDCO bedanken und wünsche Ihnen allen heute noch viel Spaß. Danke. Den Abschluss machte Dr. Matjas Mihelcic aus Slowenien, der amtierende Präsident des European Council of Optometry and Optics. Auch er ist Aalener Masterabsolvent. Ja, danke für die Einladung. Also ich bin unheimlich froh, ein Part von diesem wunderbaren Programm zu sein. Also auch als ECO-Präsident freut mich sehr, dass es in Europa Programme gibt, die dermaßen umfassend und zukunftsorientiert sind. Also Augenoptik und Optometrie ist ja ein Fach, das sich den Menschen widmet und es ermöglicht unseren Kunden, Klienten, Patienten, wie auch immer, die Welt besser zu sehen und stresslos den Alltag zu meistern. Und mit bestmöglicher Sehanalyse und bester Anpassung von Sehhilfen machen wir den Mitmenschen das Leben leichter. Und zugleich schauen wir, dass es die Auffälligkeiten entdeckt werden und dass die Leute rechtzeitig eine ordentliche Behandlung bekommen. Dabei kommt es immer mehr auf die interdisziplinäre Arbeit und wir reden da von Holistic Approach oder auch Competency-Based Kompetenzen. Also das heißt, nicht nur genau, welchen Kurs man irgendwo gemacht hat. Wir werden in der Zukunft, so WHO, so WCO, mehr auf eigentliche Kompetenzen schauen. Auch Bedarf nach optometrischen Kerndienstleistungen wird wachsen. Also es ist darum umso wichtiger, dass es Programme mit Zukunftsorientierung gibt. Und Aalener Bachelor und Master sind ja bestmögliche Exemplare dafür. Und die dienen nicht nur den Deutschen, insbesondere der Master ist ja bekannt, dient auch europaweit unseren Kollegen und auch
eigentlich weltweit, könnte man sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, sehr, dass ich ein Teil davon bin. Herzlichen Dank an den beiden Dietmar Kümmel, Professor Dr. Anna Nagel, dass sie das aufrecht erstellt haben, aufrecht halten. An alle Kollegen, die da sind und natürlich auf die Studierenden. Die Zukunft ist euer und unser. Danke. Nun kam noch etwas Besonderes. Mit einer Laudatio würdigte der Aschaffenburger Augenoptiker und Optometrist Karl Amon, selber Ahlener Masterabsolvent, den Gründungsvater des Masterstudiengangs, Professor Dr. Dietmar Kümmel. Ja, lieber Dietmar, wir kennen uns seit dem 14. März 1983. Du hast mit einer Professur hier im Ingenieurstudium begonnen und ich als Student im zweiten Jahr des von Professor Diebes neu gegründeten Studiums für Augenoptik an der noch damals Fachhochschule Aalen. Du hast uns Konstruktion und Werkstoffkunde gelehrt, warst dann ab 90 Studiengangsleiter und von 97 bis 2003 Studiendekan. Der Studiengang Augenoptik war damals in Deutschland, Österreich und Schweiz einzigartig. Und ich danke an der Stelle im Besonderen auch Professor Diebes, leider kann er nicht hier sein, für seine disziplinierte Lehre in Augenoptik. Und zum Glück sind auch ein paar aus meinem Semester da von damals. Und wir haben es ja alle gemeinsam erleben können, seine visionäre Ausgestaltung des Lehrplans mit physiologischer Optik, technischer Optik und hohem Anteil an Betriebswirtschaft. Wir durften schon im ersten Semester den Break-Even-Point von Professor Bruckner lernen. Und genauso wertvoll waren auch die Management-Techniken von Professor Hering. Ich habe Ihr Buch, lieber Herr Professor Hering, aufgesaugt und mich im fünften Semester entschieden, ich möchte mich selbstständig machen, um all dieses Wissen, was wir hier lernen durften, auf die Straße zu bringen. So habe ich 1995 einen Existenzgründungssparvertrag gemacht und alles eingespart, was ich so nebenher verdient habe, weil ich wusste, mit 30 will ich mich selbstständig machen. Und dafür danke ich dir, lieber Dietmar, an der Stelle, aber auch all den anderen Professoren hier. Sie alle tragen mit ihrer täglichen Arbeit und Begeisterung dazu bei, Menschen eine Richtung im Leben zu geben. Wir, lieber Dietmar, haben uns dann aus den Augen verloren. Ich war ja damit beschäftigt, mein Geschäft aufzubauen. Und es war schon dank meines tiefen Wissens, was ich hier erlernt habe und an die Kunden weitergeben konnte, eigentlich schon sehr erfolgreich. Wir hatten 2000 schon einen wirklich vernünftigen Umsatz gemacht mit vielen tollen Mitarbeitern. Und als es zu dieser Zeit so einen höchstrichterlichen Beschluss gab, dass Augenoptiker-Screening durchführen durften, im besonderen Augeninnendruck und Gesichtsfeld messen durften, war mir klar, ich muss mehr wissen. Einfach nur tun, ohne zu wissen, das war nicht mein Ding. Ich will immer wissen, was in der Tiefe dahinter steckt. Und da habe ich in der DOTS gelesen, dass es einen neuen Studiengang Master of Vision Science in Business geben soll. Im November 2002 habe ich dich einfach hier an der Hochschule angerufen, um mich zu erkundigen, was das so mit dem Studium auf sich hat. Du hast mir die Inhalte ausführlich geschildert und mich begeistert. Auf die Frage, wann das Ganze denn beginnt, sagtest du mir, am kommenden Wochenende. Da musste ich natürlich einiges organisieren und ich habe dich mittwochs angerufen und um dann die Vorlesung am Wochenende schon von der Bina, Ocular Disease und von Professor Nickler in Histology zu starten. Genießen war es am Anfang nicht. Nee. Aber es war deine visionäre Reise 1999 zusammen mit Professor Nagel nach Boston, um anzuklopfen, ob es denn möglich wäre, das fundierte Wissen aus Augengesundheit, Kinderoptometrie, Binokularsehen sowie Sports Vision bei uns zu lehren. Das war extrem visionär, zumal unser Berufsverband und viele andere erstmal nichts davon wissen wollten, so nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber so ist es im Change Management, man muss Widerstände überwinden und das hast du hast deine Vision an deiner Vision festgehalten.
Mit der Unterstützung von damaligen Rektor Hering und einigen anderen habt ihr diesen Studiengang Master of Vision Science and Business eingeführt und Anna hat ihn dann akkreditieren lassen. Und damit habt ihr der Welt der Augenoptik in unserem Berufsbild zum Nutzen der Menschen und des wichtigsten Sinnesorgans positiv verändert. Danke dafür, ich danke dir dafür und auch der Anna sehr herzlich. Vielen Dank. Dieses Wissen aus den USA zu importieren war der einzig richtige Weg, denn die Anglo-Amerikaner haben und hatten einen Wissensvorsprung in der Optometrie von vielen Jahren. Und somit ist die Lehre, die die Professoren aus Boston und Pacific hier lehren, auf höchstem Weltniveau. Die Kombination aus Augenoptik und Optometrie, die dann der Student nach Abschluss des Masters an Wissen hat, macht die Ausrichtung unseres Berufs wahrscheinlich noch wertvoller, als wenn man jetzt ein reiner Optometrist wäre, der von den hochtechnisch innovativen Augenoptik eigentlich wenig versteht und wie sie hier eben gelehrt wird. Die Implementierung des optometrischen Wissens in meinem Betrieb hat nochmal zu einem viel größeren Erfolg geführt, da die Kunden wahrnehmen, dass das nicht nur die reine Refraktion bekommen, sondern alle Funktionen des Auges gecheckt werden. Wir können gar nicht mehr anders. Bei jedem Kunden führen wir eine binokulare Refra durch, wir checken den vorderen Augenabschnitt, wir schauen immer die Netzhaut an, um dann am Ende der Augenprüfung eine klare Empfehlung aussprechen zu können. Das haben wir und diejenigen, die das Studium hier absolvieren, dir und Anna zu verdanken. Ihr habt eure Vision umgesetzt und deswegen hast du zu Recht 2015 den Ehrendoktor von der Pacific University verliehen bekommen. Lieber Dietmar, du kannst sehr stolz sein auf das Erschaffene. Damit hast du unserer Branche zu ihrer Weiterentwicklung sehr geholfen. Auch die Kunden, bei denen wir dadurch frühzeitig Augenerkrankungen aufdecken können, schenken uns täglich dafür ihren Dank. Vielen Dank und alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Ich bin einfach überwältigt. Ein herzliches Dankeschön. Und ich muss sagen, ich darf dieser Hochschule hier weiterhin so verbunden sein, wie es ich es die letzten 40 Jahre war. Ja, und die letzten 39 Jahre. Danke. Dann schlossen sich noch eine ganze Reihe hochkarätiger Vorträge an. Die werden wir aber erst in weiteren Folgen unseres Podcasts bringen. Ich fand bei all den Grußworten beeindruckend, welch hohe Wertschätzung unsere Studiengänge in der Fachwelt genießen und dass Augenoptik und Optometrie bei der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung immer wichtiger werden, war ja allgemeiner Konsens. Und nach der Feier ist vor der Feier. Die Feierstunde ging nahtlos über in die große Jubiläumsparty in unserem Laborgebäude. Super Stimmung mit einem DJ, einer Cocktailbar unserer Studierenden und im Keller, sozusagen im Weinkeller, war die Weinbar, an der auch unsere Professorinnen und Professoren ausgeschenkt haben. Und dabei noch viel Spaß hatten. Ich hatte viele tolle Gespräche mit Absolventinnen und Absolventen, mit BranchenvertreterInnen und mit Studierenden. Eigentlich sollte man so ein Fest öfter feiern. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Mal schauen, ob wir im Dezember wieder eine Weihnachtsausgabe hinbekommen, wie im letzten Jahr. Wenn's euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-aalen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de. Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Augenoptik im Ohr.